Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von ACME ein dreiteiliges Wagenset der FS der 1980er Jahre. So, was schon wieder hier als Fütterung. Als Fütterungsding genutzt wurde, gefällt mir ja schon wieder überhaupt nicht. Das ist einfach so ein Abfuck, diese kleinen Kügelchen. Da, jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, das raustun. Nicht, dass sich das alles hier noch auf dem Boden verteilt. Nein, da ist schon was runter. Ach ja, Leute. Schon mal kurz zum Teaser, macht euch auf ein schönes Vorstellvideo der LGB-Lok, die vor ein paar Wochen wir ausgepackt haben, auch. Macht euch da schon mal bereit auf ein schönes Vorstellvideo. Na? Kommen müsste auch in ein paar Tagen kommen. Oder ein paar Wochen, mal sehen. So, da unten ist noch ein paar Zeitschriften. Ah, da hängt noch was dran. So, jetzt schauen, hier ist alles clean. So. So, schauen wir doch mal hier rein. Das ist sehr, sehr schön eingepackt. So. Okay. Hier muss ich sagen, ist schon etwas rot abgefärbt. Also, ja, ich weiß nicht, woher das Video kommt. Okay. Also, in diesem drei teiligen Wagenset sind zwei UICX, also zweite Klasse Wagen dabei. Und hier nochmal, hier sind die Anleitungen für die Zurüstung. Das ist für Standmodelle, wenn man also keine Kupplung dran macht. Okay. Und hier nochmal genau das gleiche. So, die sind einzeln hier drin. Okay. Und dann ist noch ein UICX Gastronomwagen drin. Das müsste der hier sein. Also ein Speisewagen oder einfach ein Wagen mit Restaurant drinnen. Für Leute, die nicht wissen, was das alles ist. Obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass hier auf unserem Kanal ein Verbraucher keine Ahnung hat. Das da ist der Gastronomwagen. Mache ich den doch mal als erstes auf. So, mal die noch schnell hier zur Seite. Ach ja, hier sind auch noch die Zurüstteile da. Mit Kupplung drin, aber diese Kupplung werden wir nicht verwenden. Wir benutzen die Rocco-Kurzkupplung. Rein irgendwie, so.
Okay. Die Drehgestelle gefallen mir auch übelst gut. Tja, da war nicht gerade. So. Dann kommen jetzt noch die zweite Klasse Wagen. Natürlich hier auch noch Zugteile. Das da sind jetzt normale Abteilwagen. Ja, das stört ein bisschen. So. Und dann schauen wir uns noch den zweite Klasse Wagen an. Natürlich hier auch wieder mit Zugriffsteilen. Hier mal so ein Dach, wo halt nicht diese Noppen drauf sind. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Aber normalerweise sind die drauf. So. Okay, ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf dieses Video hier da. Ja, die Vorstellung dieser Wagen erfolgt sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen, weil wir ja gerade so in dem Gartenbahn-Thema gerade drin sind, gerade auch weil wir eine aufgebaut haben und so weiter und so fort. Aber natürlich werden diese Wagen, dieses Wagenset auch noch in einem Film, wo wir die mit einem Zug fahren lassen. Lasst euch da überraschen. Und jetzt geht's ab in die Abmoderation, die schon längst begonnen hat. Was aber ich hier, es war heute ein langer Tag und dann ciao!